Von Herzen heiße ich Sie alle willkommen hier in Düsseldorf zu unserem dritten Regionalforum. Also ich wäre sehr gespannt, wie sich die Strukturen im Erzbistum verändern, sowohl in den Gemeinden als auch im Generalvikariat, was da für Veränderungen auf uns zukommen und wie man die vielleicht mitgestalten kann. Ich erwarte ehrlich gesagt erstmal gar nicht so viel. Ich bin vornehmlich hier heute, um zuzuhören, weil ich den Weg der Bewegung auf jeden Fall mitgehen will und ganz gespannt bin auf jeden und jede, die heute mit dabei sind. Ich erwarte, dass wir gut ins Gespräch kommen mit den verschiedenen Leuten aus den Gemeinden hier aus Düsseldorf, dass man sich ja auch in den verschiedenen Workshops dem annähern und über diesen pastoralen Zukunftsweg in Austausch zu kommen und einfach vielleicht mal ein bisschen konkreter zu werden, weil wir den Weg ja nicht vorgeben wollen, sondern gemeinsam gestalten wollen und darüber einfach gemeinsam in Austausch zu kommen heute. In dem Workshop war sehr ruhig und angemessen. Wir haben also in Ruhe darüber gesprochen, wie verschiedene Vorstellungen von Leitung in einem multiprofessionellen Team laufen können. Bei uns war das Thema, wie wir nachhaltig eine lebendige Gemeinde leben können. Und es war ein sehr interessanter Workshop. Nehme ich einen ziemlich vollen Kopf erstmal mit aus diesem Tag, weil ich merke, dass ganz viele Dinge noch nachklingen, die angerissen sind, die ich für mich selber erstmal sortieren muss und sacken lassen muss. Aus dem heutigen Tag nehme ich mit, dass die Verantwortlichen und gerade auch Kardinal Wölki heute wirklich dazugehört haben. Mich hat bewegt, dass hier so viele verschiedene Meinungen und so viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Kontexten zusammenkommen, aus so vielen verschiedenen Generationen und in so einer offenen, wertschätzenden Stimmung miteinander kommunizieren können. Wir sind jetzt hier am Ende unserer drei Regionalforen in Köln, in Euskirchen und heute in Düsseldorf. Es war für mich eine spannende Zeit. Ich bin total begeistert von den vielen Menschen, die gekommen sind, die hier mitdiskutiert haben, auch kontrovers mitdiskutiert haben. Aber ich bin froh, dass alle das eingebracht haben, was sie vom Evangelium und von Christus her verstanden haben. Wir waren sehr aufmerksam beim Zuhören und jetzt heißt es, aufzunehmen, wahrzunehmen und jetzt zu schauen, wie wir das miteinander in das Zielbild hineinarbeiten können. Und ich wünsche mir, dass wir die Dynamik, die heute hier Düsseldorf ausgezeichnet hat, dass wir die mit hineinnehmen können in die Arbeit, die jetzt vor uns liegt.